gerade die Autofahrt auch. Aber hey, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar dachte ich, ich filme ein bisschen mit. Wir sind jetzt von heute ist Mittwoch bis Freitag in Österreich. Also wir sind heute Morgen um 9 Uhr losgefahren und sind ungefähr 5 Stunden gefahren. Ein bisschen mehr als 5 Stunden. Jetzt brauchen wir noch 25 Minuten. Er gibt halt gerade jetzt kein Tennistraining. Wegen den Herbstferien und wir dachten, wir machen spontan jetzt noch einen Trip. Wir hatten uns eigentlich eh vorgenommen, weil Asien ja nicht geklappt hat, dass wir jetzt ein bisschen mehr rumreisen. Geht ja jetzt nicht wirklich. Und da dachten wir, wir machen mehr so kleinere Trips, soweit es überhaupt irgendwie möglich ist. Wir wollen jetzt auch nur wandern gehen. Also wir sind da wirklich nur im Hotel, um uns die Natur mal anzuschauen, ein bisschen zu wandern. Und die haben auch einen Wellnessbereich. Also wenn das Wetter nicht so schön ist, dann entspannen wir halt trotzdem. Ja, aber allein die Autofahrt ist so schön. Hier hat die Natur ist so schön mit den ganzen Bergen und ist eigentlich voll schön. Ich drehe nochmal die Kamera um. Ich nehme hier die ganze Zeit so kleine Impressionen auf, aber it's so pretty. Wir hoffen, das Wetter bleibt so gut. Wir hören übrigens Das Kind von Sebastian Fitze. Ist gut, oder? Ist gut. Ich find's gut. Wir sind angekommen, es ist ja so schön hier. Also klein und gemütlich. Schaut euch mal den Ausblick an. Und das Wetter hier ist immer noch so gut. Soll die Tage ja nicht mehr so schön werden. Da oben liegt einfach auch Schnee. Ja, perfekt, oder? Ja. Ja, ich will mir gerade noch das Bad anschauen. Voll schön! Das Hotel ist eigentlich wirklich perfekt. Genau das, was wir wollten. Was ist da? Ein Abstellraum? Ah, ach so, die Toilette. Ich glaube, schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Ist es gewollt, dass das Wasser nicht im Brunnen tritt, sondern dass es die ganze Zeit außerhalb ist? Also irgendwie ist ja doch was schief, oder? Hier gibt es so eine Überschwemmung. Man kann sich nicht mehr hinsetzen. Und das Wasser geht ganz im Brunnen. So schön hier. Da ist unser Dorf. Das ist Stubaital und unser Hotel ist da unten. Deins war auch nicht schlecht. Und oben schneit auf den Bergen. Hey Leute, guten Morgen. Ich filme heute jetzt mal so richtig mit. Hast du geklatscht für mich? Wir haben eben gerade schon gefrühstückt. Ich mache mich jetzt fertig. Also ich schmink mich ein bisschen. Ich habe so krasse Augenringe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Weil ich gestern auch lang wach war und ich habe ein Video geschnitten. Das ist auch schon draußen, wenn ihr den Vlog seht. Das war mit der Marcy das Video. Da haben wir uns für 1000 Euro gegenseitig Klamotten geschenkt. Und ich war so bis um 1 wach und der Finn hat um 22 Uhr schon geschlafen. Wir sind hier gestern auch früh aufgestanden, um loszufahren. Das heißt, ich muss mich mal ein bisschen fertig machen. Genau. Mein Video für heute hat schon hochgeladen auf privat. Und ich muss jetzt nur noch die Sachen verlinken. Also ich will die Sachen raussuchen, die wir in dem Video zeigen, damit, falls irgendjemand irgendwas haben möchte, dann direkt auf den Link klicken kann. Finn, magst du auch mal herkommen? Dann erzählen wir mal, was wir machen. Das Video ist jetzt fertig. Also ich habe alles verlinkt. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Aber es wird automatisch um 18 Uhr, wenn alles klappt, läuft hochgeladen. Wir gehen heute zu dem Laufen zu dem Mutterbergersee. Das wird so vom Hotel empfohlen. Und das ist eine 2,5 Stunden Wanderung. Naja, 2,5 Stunden.
hoch. Und dann wieder 2,5 Stunden runter. Also nur 5 Stunden. 1,5 Stunden. Im Internet steht, es dauert so 4, ein bisschen mehr als 4 Stunden. Okay. Auf jeden Fall haben wir so einen Prospekt bekommen. Und wir sind übrigens im Stubaiertag, hab ich schon erzählt, wie auch immer. Oben schneit, weil oben liegt überall der Schnee. Ich habe mich so fett angezogen. Es war ja gestern schon kalt und es hat die Sonne geschienen so. Aber Achtung, ich habe ein T-Shirt an, dann extra so ein Ski-Oberteil wirklich. Dann, oh, da stecke ich alles hier in meine Hose rein. Dann noch einen fetten Pulli. Ich nehme Handschuhe mit, einen Schal, die fette Jacke, die ist von And Other Stories, finde ich richtig geil. Da sehe ich zwar so breit drin aus, aber die ist mega warm. Dann das Beste ist einfach die Farbkombo, aber Skisocken. Ich ziehe nämlich meine Schneeboots extra an. Da oben liegt der Schnee und mit denen kann ich am besten wandern. Und in denen habe ich halt, das sieht man da nicht, die Socken an. Also wir sind voll fett angezogen auf jeden Fall. Okay. Bist du sicher, dass die Hose reicht? Ich habe keine andere Hose. Aber kannst du da nicht noch eine drüber ziehen? Das wäre minus 5, minus 6 Grad da oben. Als ob du nur Leggings anziehst. Und ich könnte meine Leder-Leggings da drüber anziehen, aber die hätte ja auch nicht mal. Würdest du dir die Truhe noch anziehen? Weil du frisst halt schon schnell. Ich brauche mal so eine Thermo-Leggings. Das wäre praktisch. Ja, das geht eigentlich. Und noch eine. Ich ziehe noch eine Hose drüber. Die Schuhe sind halt geil, die heißen. Wir nehmen die Kameras alle mit. Los geht's. Das sieht ja so schön aus. Wow. Jetzt liegt hier auch schon richtig viel Schnee. Wir sind da. Müssen uns jetzt mal dick anziehen. Wir waren genau 10 Minuten unterwegs. Wir haben gerade so einen Einheimischen gefragt und er meinte so, ist nicht empfehlenswert, ist gerade alles zugeschneit, man findet den Weg gar nicht mehr. Also nehmen wir jetzt einfach eine Gondel hoch und gehen woanders wandern. Mann, direkt im Nebel. Schau mal nach hinten. Ich weiß nicht, ob das so eine Wanderroute ist. Also wenn mein Handy hier runtergefallen wäre, das wäre halt runtergerutscht. Ich hätte halt wirklich nichts machen können, ne? Das sieht so schön aus mit den Wolken da. Aber hier sind nicht wirklich Wanderrouten. Alle fahren Ski. Wenigstens habe ich die richtigen Schuhe an. ASMR. Da war der andere Wasserfall nicht vergessen. Es war schon richtig kalt. Also meine Finger haben schon so ein bisschen wehgetan, obwohl ich Handschuhe an hatte. Zum Glück haben die hier so einen Saunabereich und so. Gehen wir gleich hin und die haben auch so ein Schwimmbecken, wo du quasi draußen bist, aber das ist ein paar 30 Grad warm. Das heißt, man kann halt draußen sein, das ist richtig geil. Es gibt jetzt gleich so eine Jause und dann essen wir ein bisschen was und dann wollen wir in den Saunabereich. Ja. I'm ready. Ich auch. So. Wir gehen jetzt zur Jause. Ich habe mir gerade die Bilder von heute runtergeladen und da sind echt voll schöne dabei. Wir haben immer die große und die Kamera dabei und filmen und machen viele Bilder. Da werden auf jeden Fall auch ein paar auf Instagram online kommen.
Ich hatte extra meine Jacke ausgezogen, es war so arschkalt. Hier hängt mein Bikini von gestern. Ich war um. Wenn es Urlaub! Da sind einfach Kühe ausgebüxt und die laufen jetzt auf der Straße rum und so. Die gehen in den Supermarkt finden. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, ich habe geduscht, meine Haare sind noch ein bisschen nass, aber wir gehen jetzt gleich essen. So krass, also wir kriegen abends irgendwie immer so ein 6-Gänge-Menü. Wir haben halt so einen kleinen Aufpreis bezahlt für Halbpension, dass wir morgens, mittags und abends Frühstück bekommen. Und es ist so, also so krass, das Essen ist irgendwie auch ein bisschen fancy, aber ich habe jetzt keine Lust mich fertig zu machen, ich lasse einfach das an. Und zieh vielleicht die Lederleggings an, dann sieht es ein bisschen schicker aus, zumindest. Ich bin trotzdem irgendwie so fertig. Das Wandern war zwar voll schön, aber anstrengend. Und generell nach der Sauna, nach dem Pool, ist man immer so schlapp. Ich finde, es saugt immer so die Energie aus einem raus. Gang Nummer 1. Ich setze da jetzt erstmal aus, sonst wird mir das zu viel. Guten Appetit. Nicht trinken, Almdudler. Das muss irgendwie in Österreich. Rein. 3. Das ist eine Kürbissuppe. Hauptgang Nummer 4. Das Dessert, das ist Panna Cotta. Das sieht aber voll lecker aus. Krasser Cinematic Shot. Schnee! Es hat geschneit. Was so ordentlich ist da. Prost. Ich pack gerade, also wir beide packen, weil wir jetzt in einer halben Stunde ungefähr aus dem Hotelzimmer müssen. Voll schade. Es geht irgendwie wieder viel zu schnell um. Wir fahren dann ungefähr noch 1,5 Stunden zu so einem kleinen See, an dem wir bei der Hinfahrt vorbeigefahren sind. Und wir fanden den so schön und dachten, wir gehen dann dort einfach wandern. Es regnet, aber wir sind angekommen, gehen jetzt noch ein bisschen spazieren, beide total eingepackt. Niesel gerade nur, aber ist trotzdem ein bisschen eklig. Die Farbe von dem Wasser sieht allein so schön aus. Aus wie in so einem Film.